Steak? Ich habe über deine Worte nachgedacht, was man machen könnte. Etwas Sinnvolles zum Besseren fürs Camp. Ich höre. Hast du etwas Zeit? Ich will dir was zeigen. Ja, ein bisschen Zeit hätte ich. Wo wollen wir hin? Warst du schon mal bei den Höhlen nördlich des Sees? Ich kenne sie. Na los, mal sehen, ob du mithältst. Okay, los geht's. Ich habe heute sowieso Sumpfdienst. Ich muss nachsehen, ob irgendwelche Freaks da im Matsch feststecken. Wann warst du das letzte Mal hier oben? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Als ich klein war, wohnten wir in der verdammten Höhle. Mein alter Herr hielt sich für einen Geologen. Scheinen einige zu sein. Freaks, die im Schlamm stecken, meine ich. Ja, klingt so. Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube, Schizo hat einen neuen Mann für den Job. Du weißt, was Schizo mich mal kann. Jedenfalls, wie gesagt, er konnte ewig darüber reden, wie sich die Außenwände der Höhlen aus erkalteter Lava geformt haben, während in ihrem Inneren noch heiße Lava unter dem Gestein floss. Die großen Höhlen zogen die Touristen an. Die Metolius-Höhle da oben. Und es gibt noch viel mehr. Hier ist alles voller Höhlen. Okay, okay. Wir nähern uns dem Highway. Leise jetzt. Mann! Deshalb hast du mich hergebracht? Für den Gestank dieser verdammten Freaks? Ja. Okay. Komm schon, mir nach. Halt! Dir nach? Wo wollen wir denn hin? Vertrau mir. Komm. Was zum Teufel machen wir hier, Dick? Das ist doch bescheuert, selbst für einen verdammten Drifter. Warte. Weißt du noch, was du mir über die Touristen erzählt hast, die im Sommer aus Kalifornien kamen und den Highway und die Interstate verstopft haben? Ja, im Juli stanken die Leute hier fast so übel wie die Freaks. Tja, mit einer Sache hattest du recht. Diese Freaks, die großen Gruppen, die manche Horden nennen. Ich glaube, sie sind der Grund, warum sie nicht weniger werden. Wie meinst du das? Denk doch mal drüber nach, Mann. Ich gehe da draußen schon seit über einem Jahr auf die Jagd. Busa ebenso. Und Ricky, Schizo, ein paar andere. Und wie viele Freaks habe ich wohl schon getötet? Ein paar, ja. Aber es werden irgendwie nie weniger. Das heißt? Es sind diese Horden. Und aus jeder Horde, die hier durchzieht, wandern ein paar ab. Oder sie verteilen sich aus irgendeinem Grund. Und dann überall Freaks, soweit das Auge reicht. Man muss sie nicht sehen, um zu wissen, dass sie hier sind. Wir müssen die Horden irgendwie daran hindern, hier durchzuziehen. Vielleicht können wir dann ihre Zahl reduzieren. Es sicherer machen. Mehr Land gewinnen und bewässern. Ja. Okay, und wie machen wir das? Du weißt verdammt gut, dass du keine, wie sagtest du, Horde angreifen kannst. Ihr Geheimnis. Ich will verdammt sein. Ja. Sie sind den ganzen Tag über hier. Sie überwintern oder was zum Teufel Freaks tun. Also, woran denkst du, dass wir... Yep. Wir jagen das Ding hoch. Bisschen Dynamit da, da und da. Wir lassen den ganzen Scheiß einstürzen und schließen sie ein. Ja, so schließen wir ein paar hundert ein. Und was soll uns das bringen? Nein, du verstehst nicht. Wenn die Höhle dicht ist, dann haben sie keinen Schlafplatz mehr. Und wenn das verpisste Drecksloch austrocknet und nicht mehr stinkt, dann kommen keine neuen. Okay, das klingt gut. Okay, los, erstmal zurück. Gut, meine Knie sind aufgewärmt. Mal sehen, ob du mithalten kannst. Ja, okay.
Erzähl mal, wie bist du in der Außenwelt ein Experte für Freaks geworden? Verbringst du deine freie Zeit damit, sie zu verfolgen? Zu beobachten, wie sie ticken? Nicht ganz. Woher weißt du das denn alles? Was eine Horde gerade vorhat, wo sie schläft? Vor ein paar Tagen war ich nördlich vom Belknap-Krater, als ein Heli vorbeiflog. Ein Heli? Was zum Teufel? Hör mir einfach zu. Es war ein schwarzer Heli. Einer von diesen Nero-Hubschraubern, die überall unterwegs waren, als alles den Bach runterging. Und du hast einen gesehen, der noch flog. Ich bin ihnen nach. Hab ein Funkgerät geklaut, hab sie verfolgt, wollte sehen, ob sie eine Basis haben und Vorräte. Mann, ich wollte wissen, ob die Cops noch leben. Weißt du, was ich meine? Die machen hier draußen irgendwas mit den Freaks. Sie untersuchen sie oder so. Dafür haben sie die Ressourcen, während wir hier verhungern und ums Überleben kämpfen. Ich bin ihnen hoch zu den Grottenhöhlen gefolgt. Kennst du die? Ja. Sie haben da Bewegungssensoren und zählen, wie viele Freaks tagsüber in der Höhle sind. Und, Mike, es waren Tausende. Tatsächlich. Sie sagten, alle Freaks beim Cascade-Gebirge südlich vom Crater Lake und im Norden hoch bis Smith Rock, alle nutzen diese Höhlen für den Ruheschlaf. Also, wenn wir diese Höhlen sprengen, dann sind es vielleicht ein paar wenige. Hey, diese Idee von dir, gar nicht übel, aber um sowas hinzukriegen, bräuchte man richtig viel TNT. Du sagtest, du willst Lost Lake sicherer machen und genauso wird es gehen. Okay. Okay, hör zu. Ich muss noch was erledigen, okay? Triff mich doch bei der Brücke in ein paar Minuten. Ich weiß, wo wir was finden. St. John, du solltest vor einer Stunde bei der Farm sein. Ich habe gehört, da wartet eine Schaufel auf dich. Ja, Skizzo, ich hab zu tun. Also, Iron Mike und ich wollten gerade losfahren. Iron Mike und du? Du bewegst deinen Arsch heute dahin. Oder du und dein verkrüppelter Freund landen in der Außenwelt. Kapiert? Dann steckt ihr richtig in der Scheiße. Ey, ich kümmere mich drum. St. John, Ende. Bereit? Wo wollen wir hin? Dieses Mal musst du mir vertrauen. Okay, wo fahren wir hin? Weißt du, was hier abgebaut wurde, überall in der Gegend? Ja, Quecksilber oder sowas. Genau, Zinnober, man extrahierte Quecksilber daraus. Viele Leute dachten, es wären Gold- oder Silberminen. Aber das stimmt nicht. Im frühen 20. Jahrhundert war Zinnober wertvoller als Gold. Zum Betreiben einer Mine braucht man TNT für Erweiterung, neue Tunnel, Höhlen freizumachen und so weiter. Und um TNT besitzen zu dürfen, musste man sich im Bezirk registrieren und Zweitschlüssel für die Aufbewahrungskisten hinterlegen. Warte, das Bezirksgericht, wo zum Teufel ist das? Ich dachte, das weißt du. Das ist im alten Bundesgebäude. Im alten Bundesgebäude? Das in Sherman's Camp. Scheiße, Mike. Was zum Teufel? Du hast gesagt, du setzt nie wieder einen Fuß dorthin. Ach ja, ich erinnere mich nicht. Du warst betrunken, direkt nachdem Joe getötet wurde. Habe ich dir gesagt, warum? Nein. Hier! Bieg hier rechts ab! Das ist es! Mike. Da wird es vor Freaks nur so wimmeln. Das ist keine gute Idee. Das Wetter hält, wird schon gut gehen. Okay, das da? Das ist das alte Bundesgebäude. Da wollen wir hin. Lass uns Ärger möglichst vermeiden. Bleib von den Häusern weg. Komm schon, wir müssen da lang. Wo wollen wir hin? Folge mir einfach. Den Schlüssel hat der Commissioner. Und du weißt, wo der ist, wo seine Leiche ist? Ja, ich denke.
Weißt du, was hier passiert ist? Ja, alle wurden getötet. Frauen, Männer, Kinder. Nur wenige konnten entkommen. Und ist einer. Nur zwei entkamen. Nora und ich. Aber nicht die Freaks haben alle ausgelöscht. Wie meinst du das? Hier. Zwei Wochen hatten wir keine Munition mehr. Es gab einen Waffenstillstand. Ein Treffen. Genau hier. Oh, wir wussten, was kommt. Wir wussten, was kommt und waren vorbereitet. Ein Kampf. Zwar nur kurz. Aber heftig. Sie hatten doch noch etwas Munition und verdammt. Du siehst ja, was sie getan haben. Wie ich sagte, zwei Leute verließen die Stadt, als alles erledigt war. Manchmal wünschte ich wäre nicht einer von ihnen. Der Commissioner ist der Typ im Anzug. Hol den Schlüssel, damit wir verschwinden können. Höhlen sind dir doch eigentlich scheißegal. Du hast mich hergebracht. Du hast mich hergebracht, damit ich das hier sehe. Falsch. Hast du den Schlüssel? Wir holen uns die Karten von den Minen, so wie geplant, und damit finden wir mehr als genug TNT, um jede Höhle im Tal dicht zu machen. Bullshit. Mit einer Sache hast du recht. Ich find's gut, dass du's gesehen hast. Ich kann dir nicht folgen, Mike. Ich rede über den kommenden Krieg mit den Rippern, der auf den Skizzo so heiß ist. Glaubst du, ihn interessiert, wer stirbt, Freund oder Feind? Schon gut. Komm, legen wir los. Da ist die Tür. Hier ist alles verrammelt. Riecht, als wäre hier was gestorben. Krabbler. Ja, ich riech's. Schöne Scheiße. Ich habe Kinder nie gemocht. Die haben mich immer genervt. Das war immer ein Streitpunkt zwischen mir und Elizabeth. Gott hab sie selig. Du magst keine Kinder. Wow, und ich dachte, du magst jeden. Fast niemand. Okay, gut. Das war's dann. Jetzt haben wir Karten zu jeder Mine im Bezirk und wissen, wo ihr Dynamit ist. Okay, dann los. Hörst du das? Ja. Und erwartest du vielleicht jemanden? Nein. Kann ich mich auf dich verlassen? Hey, ich fange nicht deinen Ärger an, aber ich bring's zu Ende, wenn's sein muss. Bleib hinter mir. Hey, ich kann auf mich selbst aufpassen. Klar kannst du das, aber weißt du noch letztes Mal, als wir hier draußen waren? Ja, wie gesagt, ich bleibe hinter dir. Was war das? Ich bin getroffen! Das ist der Lauf! Ach, das waren alle. Gehen wir. Ich bin hinter dir. Bleib unten. Ich mach das. Freaks. Lock noch die ganze verdammte Stadt zu uns. Freaker! Ja, auf ihn, auf ihn!
mach das. So wird das gemacht. Ganze Arbeit für uns. Ja, komm schon. Jetzt noch, alter Mann. Oh, ich bin direkt hinter dir. Was ein Chaos! Jetzt weißt du, warum niemand Shermans Camp betritt? Wenn Eddie rausfindet, dass wir hier unseren Arsch riskieren, dann wird sie sauer sein. Naja, aber wie sollte sie das jemals erfahren? Von mir nicht. Also wegen der Ripper. Warum wolltest du, dass ich den Scheiß sehe? Weißt du, Dick, du erinnerst mich ein bisschen an mich. Von früher. Wie das? Mir ist alles scheißegal. Oh, du sorgst dich um deinen Freund, willst nicht, dass er stirbt. Aber um mich, um irgendjemand anderen auf diesem Planeten. Ich glaube nicht. Wer sich sorgt, der stirbt. Ja, das stimmt. Aber weißt du was? Wer es nicht tut, stirbt ebenso leicht. Auch die guten Leute aus Sherman's Camp haben sich irgendwann nur noch um sich selbst gekümmert. Es ist leicht, jemanden zu töten, wenn er nur ein Stück Fleisch ist, das einem im Wege steht. Skeso will die Ripper töten, weil er glaubt, dass sie nicht mehr menschlich sind. Sie zählen nicht. Sie sind keine Menschen. Stehen ihm im Weg. Tja, ich glaube diesen Scheiß nicht. Weißt du, Skeso, er fragt sich, warum ich Pazifist bin. Also, so nennt er mich gerne. Er glaubt, dass ich noch alle draufgehen lasse. Tust du das? Mike, lässt du alle draufgehen? Freaks wird es nicht ewig geben. Und wenn sie weg sind, dann brauchen wir ein paar Leute hier, die beim Aufräumen helfen. Hey, hör zu. Hey. Ich mag Carlos und seine Ripper nicht, genauso wenig wie Tucker oder Copeland und seine verdammten Trucer, klar? Aber hey, hör zu. Es ist so, Deke. Ich schlag mich nicht darum ein, von ihnen zu töten. Ich habe genug getötet. Auch wenn Carlos Ärger macht? Ich halte Wort. So viel ist sicher. Wie geht's, Bruder? Dick. Ich könnte wirklich eine zweite Hand gebrauchen. Du legst dich hin. Ja, Ma'am. Er darf noch keinen Besuch haben, aber ich brauche wirklich Hilfe. Okay, bis später. Ich bin hier. Hey, Doc, im Ernst. Kann ich danach wieder Klavier spielen? Sehr witzig, William. Leg dich hin. Okay, Flohwalzer geht. Echt jetzt, es geht etwa so. Wie du siehst, geht es ihm schon viel besser. Das Fieber ist komplett weg. Oh, sehr gut. Alles klar, ich muss mich noch um was kümmern. Wie ich schon sagte, William verdankt dir sein Leben. Boozer schuldet mir einen Dreck. Ich schulde ihm. Ich hab noch zwei gerettet.
Eddie und Mia wären gestorben ohne Antibiotikum. Das solltest du wissen. Einen Moment, schon unterwegs. Deke, es ist dringend. Ricky, was ist los? Der Kerl, den wir suchen, Eric Lynch, der Campbell und Reed ermordet hat. Auf der Farm. Der Lynch, so ein Mistkerl. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist am Nordufer bei der alten Bootsrampe. Skizzo wollte hinter ihm her, aber Iron Mike wollte dich. Ich krieg ihn schon. Danke, Deke. Mach schnell. Schau beim Camp vorbei. Es gibt Arbeit. Ricky, okay. Ich komme rum. Sind wir an Ende. Deke, wir brauchen ihn lebend. Lebend? Ach, komm schon. Was? Wieso? Vor seiner Flucht stahl er 2 Beutelsamen. Deke, wir brauchen die. Ach, scheiße. Wir müssen wissen, ob er sie verkauft oder versteckt hat. Das macht mir meinen Tag zwar komplizierter, aber okay. Ich werde ihn mir holen. Deke, Ende. Ich habe Arbeit für dich. Tag. Hey, okay. Mal sehen, ob ich Zeit finde. Gegen Ende. Na gut. Wo? Ah. Oh, Scheiße, da ist er. Ich geh nicht zurück! Mensch, Mensch, komm schon! Zur Hölle! Nein, komm schnell! Lynchman. Was ist? Gab's im Camp nicht genug zu essen? Leck mich! Dachtest du ja, du killst ein paar Leute, haust mit dir ein Zeug ab. Na, ist ja egal, wenn hier einer verhungert. Hauptsache, du hast, was du brauchst, hä? Lass mich los, du Arschloch! Hey, hör mir zu. Ricky wird ein paar Leute schicken und du sagst ihm, wo die Samen sind. Und vielleicht erschießen sie dich, anstatt dich langsam aufzuhängen. Was sagst du? Keine Ahnung, wovon zum Teufel du redest! Okay, Mann, wie du willst. Hey, Ricky, ich hab ihn und ich schick dir seine Position. Irgendwer soll ihn abholen.
Hatte er die Samen dabei? Nein, nein, ich habe nichts gesehen. Okay, wir holen ihn ab. Lost Lake Ende. Mach's gut, Lynchman. Hey, mal sehen, ob ich Zeit hab. Dicken Ende. Sagt, sie hat meine Heulerei lang genug ertragen müssen. Ja, der klingt nach Eddie. Was macht der Arm? 50% einsatzbereit. Sorry, ohne Geigen geht's nicht. Nein, aber mal im Ernst. Ich hab das Gefühl, ich hab meine rechte Hand noch. Das nennt man wohl Phantomschmerzen. Ja, das hat Eddie auch gesagt. Mann, verfluchter Mist. Meine Fingergelenke tun mir weh. Als hätte ich den Lenker zu fest umklammert. Ich will sie beugen und... Egal, ich muss langsam los. Skizzo hat mich auf den Hof eingeteilt. Mal sehen, ob ich ja diese Schmerzmittel von Eddie abbezahlen kann. Bis spät. Also, wo waren wir stehen geblieben? Egal, ich muss langsam los. Skizzo hat mich auf den Hof eingeteilt. Mal sehen, ob ich ja diese Schmerzmittel von Eddie abbezahlen kann. Bis später. Bis später. O'Brien, ich bin bei einem deiner Signaltürme, der beim Rogue Camp. Drifter, St. John, meine ich. Verstanden. Was soll ich hier? Ich werde... Ein Heli ist bereits zu dir unterwegs. Sei bereit, O'Brien Ende. Ah, deshalb bin ich hier. St. John, sie sollten längst bei dir aufgetaucht sein. Siehst du sie? Ja, die sind schwer zu übersehen. Was soll ich jetzt tun? Bleib an dem Forscher dran. Denk dran, wenn du nicht in Reichweite bist, kann ich die Daten nicht abgreifen. Ja, okay, ich hab's verstanden. Sag Bescheid, wenn die LZ gesichert ist. Diesmal musst du einen ihrer Helis für einen Peilsender finden. Okay, ich platziere den Peilsender am Heli. Sag was, Leute. Und schon, Leute. Sauber. Alles sauber hier. Alles klar. Sie dürfen mich nicht sehen. Bereich gesichert? Also, was hey, zum Teufel klar. Treibt ihr hier draußen, hä? Wolltet ihr nur mal kurz anhalten und euren Tank auffüllen, hä? Ich weiß, wie ihr das Schild recht gesehen habt. Kein ja, Mensch. Zum Kotzen. Lass mich raten. Ich glaube, ihr habt lieber in so einem Bärlöffel. Knietiefen Freakerscheiße. Da ist er. 2060. Wir haben oder die Studie von 24 Nistplätzen abgeschlossen. Einschließlich denen bei Marion Forks, dem Pionierfriedhof, dem Holzlager am Cascade Highway, dem Truckstop an der Old Belknap Road. Wie heißt er nochmal? Ah, Crazy Willies. Manche Dinge aus der alten Welt vermisse ich nicht. Crazy Willy, südlich des Belknap-Kraters. Eine Frage, Doc. Klar, ist ja nicht so, als hätte ich zu tun. Nester, warum? Wir wissen es nicht. Wieso?
So bauen sie sie nur in, naja, Gebäuden, Häusern, Hütten und so. Verse? Das muss nett sein. Überall bricht die Hölle los und man selbst liest ein wenig in der Bibel. Gott, O'Brien. Erledigt. Okay, jetzt muss ich nur noch weg von hier, bevor mich einer von Ihnen sieht. Ricky, hast du wen geschickt, um ihn abzuholen? Ja, und er ist plötzlich viel kooperativer. Anscheinend kamen sie kurz vor einem Schwarm an. Sie haben angeboten, ihn dazulassen, wenn er nicht sagt, wo die Samen sind. Oh, das ist schräg. Ich hätte ihn da verrotten lassen. Ja, du weißt ja, was Iron Mike dazu sagen würde. Ja, ich weiß. Bis bald, Ricky. Deke? Eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Bitte sieh dir das mal an. Okay. Ja, ich kümmere mich. Danke, Deke. Hey, warte kurz. Thank you.
Okay, Ricky. Ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drift aus dem Team. Kriegst du das hin? Ich schätze das. Bringen wir es hinter uns, ha? Ja, das könnt ihr besser. Kommt schon, Jungs, ist das alles? Alles klar, die Herren. Ihr wolltet also einfach mal bei uns ein bisschen rum. Wie viele seid ihr noch? Hol dir den Hund! Nachladen! Das war das war's? Nein, da. Das ist noch eine. Okay, ich glaube, das waren alle. Bei Ricky melden. Deacon, wie lief's? Ist erledigt. Die werden nicht mehr in der Gegend rumballern. Oh, Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike im Handumdrehen dein bester Kumpel. Bis dann, Deek. Hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey, Mike, ja. Ich hab sie gefunden und die werden nicht wiederkommen. Wird's irgendwie schlimmer? Die Herumtreiber und Drifter, die hier durchkommen, anwesende Drifter ausgenommen. Schon okay. Und ja, Mike, es wird schlimmer. Ich weiß nicht. Mike, ich glaube, es ist wie mit den Touristen aus Kalifornien, von denen du erzählt hast. Tja, wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich auch lieber hier als da unten. Ja, stimmt wohl. Bis bald, Dick. Iron Mike Ende. Ich werde eine Weile meine Augen schließen.